Quasi. Ali. Problem Irak, Problem Syrien, Problem Afghanistan, Alger. Legal Alger. Problem. Immigrant. Also die Menschen, die wir hier sehen, sehen eigentlich nicht aus wie Flüchtlinge direkt aus dem Kriegsgebiet. Dieser Zug endet hier, steht auf den Anzeigetafeln am Münchner Hauptbahnhof. Doch für die, die in den Zügen sitzen und in München aussteigen, ist es der Beginn eines neuen Lebens nach einer gefährlichen Flucht. Endlich in Deutschland, endlich in Sicherheit. Ich bin ja die ganze Route selber abgewandert und abgefahren. Ja, es war abenteuerlich und heiß, aber nicht heiß im Sinne von gefährlich. Saque su chaleco salvavidas del cajón y póngaselo. Vuelva a su asiento y permanezca sentado. Hier ist eine legal border. Es ist der alltägliche Wahnsinn. Das ist etwas, was uns ein Beamter der Gendarmerie noch gesagt hat. Es geht Tag und Nacht genau so, wie wir es heute hier erleben. Man spricht ja davon, Deutschland funktioniert wie ein großer Magnet. Also wenn das hier keine Völkerwanderung ist, dann muss man sich fragen, was ist überhaupt noch Völkerwanderung? Wir können schon fast von einer freiwilligen Selbstgleichschaltung der Medien reden. Es gibt also einen regelrechten Herdentrieb, der es verhindert, dass in den führenden Leitmedien des Landes abweichende Stimmen noch zu Wort kommen. Ja, interessant, ne? Wenn ich das richtig sehe, kommt man über die grüne Grenze schneller rüber als hier.